Kapitel 29. Das Geheimnis von Ebene 48. Du weißt was? Kay ging nicht weiter auf die Frage ein. Schnell, das Plothole hat es aufgezeigt, aber ich weiß nicht, wie lange es anhält. Kurz blickte Aurora zu Elementara. Kommst du mit? Das klingt so wichtig, als dass ich es ablehnen könnte. Los, Kay, zeig uns den Weg. Die Treppe hinab, hinter dem hektischen Löwen her, folgten die beiden Kay zwei Etagen hinab, bis zu einer metallischen Tür. Der Kartenleser an ihrem Rand leuchtete rot auf, im Wechsel mit grün. Monagoras geheime Ebene? Wie kann sie offen stehen? Kay erklärte: Ich wollte ursprünglich zu euch beiden, gucken, wie es läuft und vielleicht helfen. Auf dem Weg hat es dann geblitzt, ein Plothole, und auf einmal ist dieser Laser durchgedreht und die Tür hat sich entriegelt. Vorsichtig öffnete Kay das metallische Tor, erleichtert, dass es immer noch funktionierte. Aurora trat jedoch zurück. Ihr wurde übel, als sie realisierte, was dieses Plothole kombiniert mit Kays Aussage bedeuten musste. Hatte das Arcani wirklich von Tag 1 an Recht gehabt? Es war nicht möglich, dass ein Liga-Gründer selbst Epsilon war. Oder? War Monagoras deshalb auf dem Vulkan gewesen? Hatte er deswegen Aurora und Kay zur Reise zum Eisberg animiert? War es wirklich Zorn gewesen am ersten Tag des Teams? Kommt rein, wies Kay an. Unsicher folgte Aurora hinter Elementara und ließ die schwere Tür zufallen, welche sogleich klickte. Das Schloss funktionierte wieder. Eine kleine Glühbirne war die einzige Lichtquelle im fensterlosen Raum des 48. Stockwerks. Sie flackerte leicht und gab den Blick auf einen weiten, leeren Raum frei. Eine einzige hölzerne Truhe stand an einer Wand mittig im Raum. Zudem gab es einen einsamen Zugang zum Aufzug. Zielstrebig näherte sich Aurora der Kiste, nun entschlossen, die Wahrheit mit eigenen Augen zu sehen. Sie hob den schweren Truhendeckel an und gab so den Blick frei auf. Ein Haufen Fotos, die meisten davon eingerahmt. Kleinere Andenken wie Medaillen und Pokale lagen zwischen ihnen und ein paar Briefe. Aurora griff sich einen der Bilderrahmen, um ein Foto zu erblicken, auf welchem Team Fossil vereint vor dem riesigen Wolkenkratzer der Liga stand, dem gefallenen Band im Hintergrund nach direkt nach der Eröffnung. All diese Gegenstände. Kay, das sind alles Erinnerungsstücke. Monagoras ist nicht bösartig, nur schüchtern. Er ist, wie ich es erwartet habe, er ist einfach zu stolz auf seinen Ruf als raue Bestie. Der ehemalige Mensch schien sich jedoch nicht beeindrucken zu lassen von all den Dingen, die an diesem Ort für Monagoras sprachen. Rück mal kurz von der Truhe weg. Sofort folgte Aurora der Anweisung und Kay verschob die Truhe, um eine Falltür im Boden preiszugeben. Mit viel Wucht schaffte es Kay, diese aufzuziehen. Was sich in dieser Aushöhlung befand, war das genaue Gegenteil des Truheninhalts. Aurora erkannte das blaue und das goldene Metall sofort. Das ist Epsilons Rüstung. Warum ist sie in Monagoras geheimer Ebene? Kay wirkte selbstsicher wie selten zuvor. Ich hatte recht. Monagoras ist Epsilon, es kann nicht anders sein. Er ist der zweite Verräter. Als hätte Kay es heraufbeschworen, blinkte auf einmal ein Knopf des Aufzuges auf. Ein grünes Licht nach oben zeigte sich. Jemand fährt zu dieser Ebene und es ist keine Frage wer. Sofort waren die drei Anwesenden bereit zu kämpfen. Sie hatten die Wahrheit über Epsilon entdeckt. Die Maske war gefallen. Und nun würde Aurora sich rächen können für das Unrecht, welches ihr angetan wurde. Ohne Rüstung würde Monagoras diese Gruppe nicht besiegen können. Es war vorbei. Und doch fühlte sich das Vulnona elend. Sie hatte Monagoras vertraut, über Jahre hinweg. Und sie war nicht die Einzige gewesen. Jeder hatte das. Und nun war er es. Die gesamte Liga, Auroras größter Traum, war geschaffen worden von demjenigen, den sie am meisten verachtete. Ihr ganzer Traum war nie mehr gewesen als eine Waffe der Kontrolle, richtig?
Langsam öffnete sich die Tür. Und sofort fand sich Monagoras im Angesicht dreier kampfbereiter Krieger wieder. Was? Was tut ihr drei hier? Wie seid ihr reingekommen? Dieser Ort ist privat. Elementara sprach nun für alle drei Gegner Monagoras. Und jetzt wissen wir auch weshalb. Monagoras, du verdammtes Arschloch. Oder soll ich lieber Epsilon sagen? Bist du vollkommen bescheuert geworden? Was soll diese Verschwörung? Spiel uns nichts mehr vor. Deine eigenen Plotholes haben dich verraten. Denkst du nicht, dass diese verdammte Rüstung hier Beweis genug für uns ist? Als Monagoras erblickte, was das Trio bewachte, wurde er bleich. Wie? Wieso ist diese Rüstung da? Ich schwöre euch, ich habe damit nichts zu tun. Aurora war kurz davor, seinen Worten Glauben zu schenken. Alleine dadurch, dass sie nicht glauben konnte, dass Monagoras keine bessere Ausrede hatte als das. Aber ihre Zweifel waren alle geschwunden. Sie hatte vom ersten Tag an auf ihren Teampartner hören müssen. Deswegen hast du uns den Anstoß gegeben, zum Eisberg zu reisen. Deshalb haben wir dich mit Epsilon reden gehört, ohne Epsilon zu sehen. Du bist schuld an allem. Und ich, naives Stück, habe dich auch noch gegen Kells Behauptung verteidigt. In Monagoras Stimme sammelte sich Sorge. Doch Elementara, Kell und Aurora waren zu sehr in Rage, um auf diesen billigen Trick hereinzufallen. Bitte, ihr müsst mir glauben, Aurora. Stell dich auf meine Seite, du weißt doch, dass ich recht habe. Ein Scheiß werde ich. Denkst du, dass ich dir etwas schuldig bin, weil du mir ein zweites Leben gegeben hast? Nachdem du der Grund bist, warum ich mein erstes verlor? Nicht nur Monagoras wurde von dieser Aussage überrascht, sondern auch Elementara. Was? Zweites Leben? Wovon redest du? Als ich auf dem Eisberg gegen diesen Dreckskerl gekämpft habe, bin ich gescheitert. Tödlich. Der einzige Grund, aus dem ich hier bin, ist Mashadow. Er hat Monagoras von einem seltsamen Ideal der Plot-Anhänger erzählt, ihn daran erinnert, an Kapitel 25. Anscheinend hat der Plot mich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gebraucht, welcher damals noch nicht erreicht war. Deswegen nutzte Monagoras seine Macht, um mir wieder Leben einzuhauchen. Mashadow hat es mir, nachdem wir Kell befreiten, verraten. Du hast ihm doch kein Wort geglaubt, erwiderte der Dinosaurier. Doch, widersprach Aurora zornig. Ich konnte es nur nicht zugestehen. Ich fühlte mich zu sehr, als würde ich dir dafür etwas schulden, aber Kell hat mich überzeugt, dass ich das nicht tue. Im Gegenteil, also Monagoras, gib auf oder kämpfe gegen uns. Für einen Moment zögerte das Fossil. Ich will nicht kämpfen. Gib mir nur eine Chance, mich zu beweisen. Ich schwöre, ich tue alles. Mit deiner Rüstung kannst du auch tun, was du willst, nicht? Es war eindeutig, dass es für Monagoras keine dritte Option gab. Er konnte nur kämpfen oder sich ergeben. Zögerlich traf er so seine Entscheidung. Ich will wirklich nicht kämpfen, aber wenn ich sonst keine Chance bekomme, mich zu beweisen. Felsspitzen schossen direkt vor Aurora aus dem Boden. Ihr lasst mir keine Wahl. Vergebt mir. Ein Gefühl der Freude breitete sich in Aurora aus. Monagoras kämpfte. Sie konnte sich nun endlich revanchieren für sein Gefallen auf dem Eisberg. Und nun standen die Karten anders. Nun war es Monagoras, dessen Siegeschancen verschwindend klein waren. Sofort sprang die Leiterin Polana Vatras über die Steinspitzen hinweg auf ihren Feind zu. Sie hatte bereits einen Plan, was sie gegen Monagoras tun wollte. Was ihr aber auch jetzt erst auffiel. Zum ersten Mal würde sie Elementara live im Kampf erleben. Noch nie zuvor konnte sie beobachten, wie die mächtigste Vertreterin aller Frauen der Liga wahrlich kämpfte. Natürlich wusste sie über all die Erfolge. Doch nicht, wie sie wahrlich zustande kam. Während Aurora bereits Eissäulen kreierte, um das Schlachtfeld formen zu können, hörte sie Kell eine entscheidende Frage stellen. Elementara, welchen Typen hast du? Hast du effektive Angriffe gegen ihn? Ja, für beide Fragen. Auch Aurora verstand nicht wirklich, bis Elementara auf einmal einen mächtigen Fokusstoß durch eine der Eissäulen feuerte.
sodass Monagoras sie nicht rechtzeitig vor dem Einschlag sah. Sofort nutzte Aurora die Zeit, um eine Mondgewalt anzuladen, so wie sie es gegen Kell bereits getan hatte. Aurora, hoch auf die Eissäulen! Sofort verstand sie und erschuf auch eine Säule unter der leicht verwirrten Elementara, bevor ein Erdbeben den Raum erschütterte und Monagoras ins Taumeln brachte. Jedoch fing Monagoras sich mit den Klauen seiner linken Hand ab und bohrte diese sofort in den Boden. Eine Technik, welche Aurora nie zuvor gesehen hatte. Risse zogen sich durch den ganzen Boden. Linien kochender Lava entstanden. Die Raumtemperatur stieg beträchtlich. Terraformung! An vielen Stellen schoss die kochende Lava in die Höhe empor. Zwar entging Elementar und Aurora, während Kell ohnehin unbeeindruckt war. Doch die Sicht auf Monagoras schwand. Elementara schien jedoch immer noch sehr sicher. Aurora, stell dich auf eine seiner Steinsäulen und halte Fokus auf deine Mondgewalt. Die Situation war zu ernst, als dass das Vulnona widersprechen wollte. Auch wenn der Sprung weit war, erreichte sie den Felsstachel und schaffte es, sich auf der Spitze grazil auszubalancieren. Monagoras schoss hervor aus der Lavawand direkt vor Elementara und prallte mit einem Frontalangriff gegen diese. Allerdings wurde sie nur Zentimeter weggestoßen und schien genau die Situation erreicht zu haben, welche sie gesucht hatte. Bevor der wahre Epsilon reagieren konnte, traf ihn der Angriff und ließ ihn stark in seiner Mobilität eingeschränkt zurück. Mondgewalt! Kurz wusste Aurora nicht, ob dies eine Anweisung an sie oder ein simpler Ausruf Elementaras gewesen war, bis sie verstand. Beides. In Auroras bereits vorhandenen Mond sammelte sich weitere Feenenergie und eine Art doppelter Feenangriff schlug auf den bewegungsunfähigen Monagoras ein und hinterließ ihn regungslos. Auch die Risse im Boden schwanden. Kell versammelte sich nun wieder mit seinen beiden Partnern in diesem Kampf, während Aurora voller Zorn auf Monagoras hinabblickte. Lass ihn, Aurora. Kurz verstand sie nicht ganz, was Kell ihr sagen wollte. Bitte was? Warum? Weil Epsilons lebendig mehr nützt als tot. Elementara vervollständigte den Gedanken des Arcani. Verständnisvoll wandte sich Aurora vom regungslosen Fossil ab. Na gut, und jetzt? Ich würde sagen, wir nehmen Monagoras Schlüsselkarte und halten ihn erst einmal hier eingesperrt. Die Rüstung nehmen wir natürlich mit und dann sollten wir wohl Bericht erstatten, vor allem Amagaga. Bis zu diesem Moment hatte Aurora kaum darüber nachgedacht, was die neuesten Entdeckungen überhaupt für ihren alten Freund Amagaga bedeuteten. Was würde er nun tun, wo er seinen Teamkollegen verloren hätte? Könnte er die Liga überhaupt alleine leiten? Was wäre, wenn diese grauenvolle Entdeckung das Ende der gesamten Berelischen Kampfliga bedeutete? Doch nun war nicht die Zeit, über so etwas nachzudenken. Erst einmal musste sichergestellt werden, dass Epsilon keinen Schaden mehr anrichten konnte. Eigentlich war das hier der größte Sieg in Auroras Leben. Und doch fühlte es sich nicht an wie einer. Nicht nur gab es all die möglichen Konsequenzen, all der Schaden, der erst noch kommen würde. Doch nicht einmal der Kampf wirkte so, wie Aurora es sich vorgestellt hatte. Es war ein normaler Tag, nichts war besonders. Aurora war ihrem Alltag nachgegangen, hatte mit Elementare gesprochen und auf einmal war Epsilon geschlagen. Dies war einfach nicht das Finale, welches sie erwartet hatte. Es wirkte schon beinahe ironisch. Ein Plothole hatte den Sturz Epsilons herbeigeführt. Doch zumindest würde nun wieder Frieden einkehren. Und sollte die Liga bestehen bleiben, könnte Team Polana Vatra sich voll und ganz auf ihre Karriere fokussieren. Und trotzdem, der regungslose Körper Monagoras löste nichts als Zorn aus. Aurora hatte Kell nicht geglaubt und nun bekam sie dafür nichts als Schmerz und Enttäuschung. Sie hatte ihren Traum erfüllt, Epsilon zu stürzen und fühlte nicht das kleinste bisschen Befriedigung. Während Aurora so nachdachte, hatte Kell sich bereits die Rüstung des Plottächters aufgeladen. Elementara hatte sich Monagoras Tasche zu eigen gemacht und kramte nun die Schlüsselkarte heraus, welche als einzige Zugang zu Etage 48 bot.
Also dann, begeben wir uns erst einmal zu Amagaga, nicht? Etwas bedrückt antwortete Elementara, offensichtlich Auroras Sorgen teilend. Es muss wohl. Hoffen wir, dass er diese schlimmen Nachrichten übersteht. Er musste. Zwar sprach Aurora diesen Gedanken nicht aus, doch innerlich schrie sie es hinaus. Es konnte nicht sein, dass ihr Sieg mit dem Ende ihres Traumes belohnt werden würde. Sie konnte nur hoffen, dass Amagaga die Nachricht besser annehmen würde als gedacht. Und mit diesen Worten folgte sie Kell und Elementara in den Aufzug, womit sie Monagoras zurückließen.